Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Division 2 Video. Heute dreht sich alles um die exotische MP Schnatterente. Ich weiß, dass ich ein bisschen spät dran bin. Dafür bekommt ihr aber hier in diesem Video wirklich alle Infos rund um die P90. Was die Waffe kann und was sie so besonders macht. Wie und wo ihr am besten die Schlüssel für die Hyänaskisten farmt, wo ihr die Hyänaskisten findet. Und zu guter Letzt habe ich auch noch einen High-DPS-Build mit der Schnatterente, mit dem ihr herausfordernde Missionen ganz leicht solo bezwingt oder den ihr auch wunderbar im PvP oder der Dark Zone einsetzen könnt. Der Hype um die exotische P90 namens Schnatterente ist groß und das absolut zu Recht. Denn nicht nur ist die Waffe selbst mit ihren 60 Schuss im Magazin durchaus zu gebrauchen, auch ihre aktiven und vor allem das geholsterte Talent machen sie zu einer wirklich guten Zweitwaffe. Zum einen habt ihr hier das aktive Talent Anschwellendes Geschnatter. Jeder Schuss, der einen Gegner trifft, gewährt 1% Feuerrate bis zu einem Maximum von 60%. Das Entenmagazin füllt beim Kill 20% des Magazins auf, bei zusätzlicher Stärkung für 10 Sekunden. Während der aktiven Stärkung erhöht jeder erfolgreiche Schuss die Magazinkapazität um 1 bis zu einem Maximum von 60. Das Töten eines Ziels verbraucht die Stärkung und füllt das erweiterte Magazin vollständig auf. Und das geholsterte Talent macht die Schnatterente in vielen Builds sehr wertvoll. Plappermaul. Solange sie sich im Holster befindet, gewährt das Nachladen der Waffe innerhalb von 5 Sekunden nach einem Kill für 10 Sekunden lang plus 20% Feuerrate. Super hilfreich bei einem Build mit einer sehr schnell schießenden Primärwaffe. Dazu aber später mehr im Build-Teil des Videos. Aber wie kommt ihr an die Schnatterente? Um die Schnatterente zu bekommen, braucht ihr zuerst einmal die Blaupause. Die bekommt ihr erst, wenn ihr die 3 entsprechenden Bauteile für die Waffe habt. Und diese wiederum bekommt ihr in unterschiedlichen Vierteln, in der Open World oder in den Hauptmissionen. Dazu aber gleich mehr. Denn um überhaupt die Waffe farmen zu können, braucht ihr Hyänas Schlüssel. Die findet ihr in Schlüsselkästen in den meisten Untergrundkanälen, quer auf der ganzen Map verteilt. Aus diesen Schlüsselkästen bekommt ihr random entweder Hyänas, Outcast, True Sons oder Black Tusk Schlüssel. Hier eine kleine Übersicht. Meine Empfehlung zum Schlüsselfarmen: Spendet an einem befreundeten Kontrollpunkt 50 Materialien, denn dadurch aktiviert ihr den Perk Erkennung 1, mit dem ihr für 10 Minuten Loot durch die Wände sehen könnt. Danach geht ihr in den Untergrund und ihr könnt eigentlich keinen Schlüsselkasten an der Wand mehr verpassen. Wichtig ist hier auch noch, dass die Schlüsselkästen einen 24 Stunden Cooldown haben. Ihr könnt einen Schlüsselkasten zwar erneut öffnen, allerdings erhaltet ihr dadurch keinen Schlüssel und euer Cooldown verlängert sich um weitere 24 Stunden. Achtet da vor allem ganz besonders darauf, wenn ihr Schlüssel im Team farmt. Sobald ihr ein paar Schlüssel zusammen habt, könnt ihr loslegen und die Hyänaskisten farmen. Auch hier gilt, wurde eine Kiste gelootet, ist sie auf einem 24 Stunden Cooldown. Und dieser verlängert sich um weitere 24 Stunden, wenn ihr die Kiste in dieser Zeit erneut öffnet, obwohl ihr keine Items daraus erhaltet. Also solltet ihr einfach jeden Tag möglichst immer um dieselbe Uhrzeit anfangen zu farmen oder vielleicht sogar noch eine Stunde später. Wenn es beim Schlüsselfarmen noch egal ist, ob ihr das solo oder im Team macht, würde ich euch jetzt bei den Kisten empfehlen, das in einem möglichst großen Team zu machen. Denn so könnt ihr alle immer abwechselnd eine Kiste öffnen. Sprich, ihr verbraucht im Viererteam jeweils nur 25% eurer gesammelten Schlüssel, habt aber alle die Chance auf die exotischen Bauteile. Das ist natürlich deutlich effizienter als Solo-Spieler. Wie eingangs bereits erwähnt, erhaltet ihr die exotischen Bauteile jeweils in unterschiedlichen Bezirken auf der Map. Das exotische Bauteil MP geladener Kanister bekommt ihr in Downtown East. Das Bauteil MP kreatives Magazin gibt's im Federal Triangle und das dritte Bauteil MP Mod Mods findet ihr im Judiciary Square. Sowohl in welchem Viertel ihr startet, als auch die Reihenfolge, in der ihr die Hyänaskisten in den Vierteln abarbeitet, ist dabei egal. Hier zeige ich euch alle Kisten, die mir bekannt sind in der Open World in Downtown East.
Zwei weitere Kisten gibt es in der Mission Grand Washington Hotel. Startet die Mission einfach erneut auf Story oder Normal und holt euch die zwei Kisten auch noch. Und hier seht ihr die zwei Kisten, die ich im Judiciary Square kenne. Und dann haben wir nochmal die zwei Kisten im Federal Triangle in der Open World. Eine weitere Kiste gibt es auch noch in der Hauptmission Jefferson Trade Center. Ob ihr Bauteile aus den Kisten bekommt oder nicht, ist absolutes RNG. Ich habe Freunde, die jedes Bauteil bei den ersten Kisten erhalten haben. Ich selber habe bis zur 12. Kiste kein einziges bekommen und dann innerhalb von 5 Kisten alle 3 Bauteile. Juhu! Da ist das Ding! Sobald ihr alle 3 Bauteile habt, aber wirklich erst dann, könnt ihr die Hauptmission Bank Hauptquartier spielen, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad. Nachdem ihr den Schildboss namens Rebound getötet habt, müsst ihr im nächsten Raum den Wandtresor öffnen, um eine Schlüsselkarte zu erhalten. Mit dieser Schlüsselkarte könnt ihr dann im großen Tresorraum eine weitere Tür öffnen. Hinter dieser findet ihr neben Loot eine weitere Hyänaskiste. Und aus dieser bekommt ihr dann die Blaupause. Mein Verständnis war bis dahin, dass die Blaupause garantiert ist, sobald man alle 3 Bauteile hat. Mein Clan-Kollege, mit dem ich die Mission gemacht habe, hatte selber alle 3 Bauteile, aber hat die Blaupause nicht erhalten. Wie war das bei euch? Habt ihr sie direkt bekommen oder musstet ihr die Blaupause auch farmen? Schreibt mir eure Erfahrungen dazu bitte in die Kommentare. Sobald ihr die Blaupause habt, könnt ihr dann an der Fertigungsstation die Schnatterente zusammenbauen. Womit wir dann auch beim Build-Teil des Videos angekommen wären. Die Schnatterente eignet sich wirklich hervorragend als Supportwaffe für Builds mit hohem Schadensoutput. Ich zeige euch hier einen MP-Build mit der Vector als Hauptwaffe. Im Internet wird dieser Build als Vampir-Build bezeichnet und praktisch erfunden hat ihn der bekannte Streamer und YouTuber Wiz, ein starker PvP-Spieler und einer der Spieler, der The Division immer auf Herz und Nieren testet und hervorragenden Content dafür produziert. Den Link zu seinem YouTube-Kanal findet ihr unten in der Infobox. Wichtig für diesen Build ist einmal eine Vector SBR 9mm, nicht die Taktik-Version, die hat zu wenig Schuss im Magazin. An Mods solltet ihr alles benutzen, was euch Crit-Chance, Crit-Schaden oder Schaden gegen Elite-Gegner gibt. Den Osprey-Schalldämpfer bekommt ihr in einer geheimen Nebenmission.
Wo genau seht ihr in einem meiner letzten Videos? Ich verlinke euch das hier rechts oben im Bild oder unten in der Infobox. Das erweiterte 9mm Magazin bekommt ihr in einer regulären Nebenmission. Darauf hat mich zum Glück ein Zuschauer in meinem Stream aufmerksam gemacht. An dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür. Und das EXPS3 Holovisier, das bekommt ihr, wenn ihr Stufe 3 oder Stufe 4 Kontrollpunkte farmt. Wie genau das funktioniert, habe ich auch in einem Video gecovert. Auch das verlinke ich euch rechts oben und unten in der Infobox. Als aktives Talent wollt ihr hier auf jeden Fall strapaziert. Dadurch erhaltet ihr plus 10% Schaden pro 5% Rüstung, die ihr verliert. Das heißt, wenn ihr keine Rüstung mehr habt, macht ihr plus 200% mehr Schaden. Als passives Talent ist entweder Allegro zu empfehlen oder auch extra für 20% mehr Munition. Als geholstertes Talent empfehle ich hier verwurzelt, geschütztes Nachladen oder Übertragung. Allerdings ist das nicht so wirklich wichtig. Als Zweitwaffe spielt ihr natürlich die Schnatterente. Das geholsterte Talent Plappermaul gibt unserer Vector beim Nachladen nach einem Kill plus 20% mehr Feuerrate für die nächsten 10 Sekunden. Da sich bei dem Build alles um MPs dreht, spielen wir mit dem Zerstörungsexperten. Hierdurch bekommt ihr 15% mehr MP-Schaden und der Perk Krisenbewältigung bewirkt, dass sich unser Magazin komplett auffüllt, wenn unsere Rüstung auf 0 sinkt. Und das wird, wenn der Build perfekt ist, ziemlich häufig passieren. Daher ist es auch sehr wichtig, dass ihr für diesen Build möglichst wenig Rüstung, dafür aber möglichst viel Lebensenergie stackt. Denn wie bereits erwähnt, macht ihr umso mehr Schaden, desto weniger Rüstung ihr habt. Mein Build ist noch lange nicht hundertprozentig, aber ich zeige euch, worauf ihr möglichst achten solltet. Die wichtigsten Talente für den Build sind gekoppelt auf den Handschuhen. Kritische Treffer heilen 15% Lebensenergie und 2% Rüstung. Sicherheitsvorkehrung auf dem Rucksack. Einen Gegner zu eliminieren verleiht einen Bonus von 150% auf das Reparieren und Heilungseffekte für 20 Sekunden. Mit diesem Talent aktiv heilt euch der Chemwerfer beinahe instant. Auch für die X-Dead Reparaturkit-Ergänzung ist das Talent optimal. Die 70% heilen euch vollständig und 15 Sekunden später bekommt ihr nochmal mindestens einen 30% Boost bei der Vollendung der Reparatur. Dann braucht ihr noch Berserker auf dem Brustpanzer. Plus 10% Waffenschaden für alle 10% des maximalen Rüstungswerts, die zerstört werden. Das harmoniert natürlich perfekt mit dem Talent strapaziert auf der Vector. Ansonsten sind so viele Rüstungsteile wie möglich mit den Talenten chirurgisch, kritisch, präzise, verheerend oder aber vital für einen satten 20% Boost an Lebensenergie zu empfehlen. Wenn ihr für einen reinen PvE-Build spackt, dann solltet ihr möglichst überall schonungslos drauf haben für jeweils 15% Schaden gegen Elite-Gegner. Als Markensets kann ich empfehlen mindestens das One Piece Sokol of Concern für 10% MP-Schaden. Wichtig sind auch das One Piece Murakami und das Two Piece Providence für jeweils 8% Lebensenergie. Ein Teil Badger Tough für Schaden gegen Elite, 2-3 Teile Douglas und Harding für Crit-Chance und Crit-Schaden und das ein Teil Wyvernware für Crit-Schaden sind auch gut. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich folgendes wollen: Sokol of Concern auf Maske und Weste, Wyvernware auf Holster, Providence Defense Knieschoner und Handschuhe und Rucksack von Murakami Industries. Am wichtigsten sind aber zuallererst die Talente auf den Rüstungen, dann die Attribute und danach erst die Markensets. Das ist die Reihenfolge, in der ihr darauf achten solltet, was ihr ausgerüstet habt. Optimal wäre, wenn ihr auf jedem eurer Ausrüstungsteile Bonus Lebensenergie rollen würdet. Auf der Maske ist ein möglichst hoher Schaden gegen Elite-Gegner wichtig, über 30% wäre hier klasse. Crit-Chance ist auch auf allen Teilen möglich. Crit-Schaden auf der Weste, Holster oder Rucksack sind auch gut. MP-Schaden auf den Handschuhen ist super, Kopfschussschaden auf der Weste oder Waffenschaden auf Weste und Rucksack sind auch optimal. Achtet aber darauf, dass ihr nicht mehr als 5 rote Perks überschreitet, damit eure Talente weiter aktiv bleiben. Aber noch einmal, das mit Abstand wichtigste ist die zusätzliche Lebensenergie. Achtet daher bei euren Rüstungsmods auch besonders auf diesen Wert. Wie ihr wahrscheinlich auch bereits bemerkt habt, dreht sich bei diesem Build ja alles darum, dass ihr möglichst schnell eure Rüstung verliert, um im Umkehrschluss deutlich mehr Schaden zu machen. Wenn ihr dann möglichst konstant eure Headshots und Crit-Treffer landet, generiert ihr ständig Rüstung und Lebensenergie. Zusätzlich füllt sich euer Magazin zwischendurch komplett auf, wenn eure Rüstung wieder zerstört wird.
Das ist also ein konstantes Wechselspiel zwischen Heilung und zusätzlichem Schaden. Wenn ihr auf eure Stat-Seite schaut, dann solltet ihr möglichst nahe am Cap für Crit-Chance sein. Das liegt bei 60%. Crit-Schaden darf auch so hoch wie möglich sein, genauso wie Kopfschussschaden. Darauf solltet ihr definitiv achten, wenn ihr bevorzugt PvP spielt. Wenn ihr aber überwiegend PvE und Missionen auf Herausfordernd spielen wollt, dann sollte euer Schaden gegen Elite-Gegner bei guten 100% oder am besten noch drüber liegen. Auf Fertigkeitenstärke könnt ihr bei dem Build komplett verzichten. Bei den Skills würde ich als Solo-PvE-Spieler auf den Heilungskämmwerfer gehen und den Wiederbelebungs-Drohnenstock. Im PvP habt ihr ein paar mehr Möglichkeiten. Heilungskämmwerfer ist eigentlich immer die beste Option, zusätzlich könnt ihr mit der Reparaturdrohne spielen oder aber auch einem offensiven Skill wie die Suchermine oder dem Geschütz. Und das waren eigentlich alle wichtigen Punkte zu diesem Build. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachbauen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und teilt das Video auch gerne mit euren Freunden oder Clanmates. Wenn ihr allerdings noch Fragen haben solltet, dann schreibt sie mir einfach gerne in die Kommentare oder schaut auch mal auf meinem Discord vorbei, denn dort sind eigentlich auch immer Leute, die euch helfen können. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Und sofern ich abends nicht an einem YouTube-Video sitze, streame ich The Division eigentlich immer live drüben auf Twitch. Wenn ihr also mal dabei sein wollt oder auch einfach nur Hallo sagen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Den Link dazu findet ihr auch natürlich unten in der Beschreibung. Und wenn ihr noch mehr News und Tipps und Tricks rund um The Division 2 bekommen wollt, dann abonniert mich doch auch gerne hier auf YouTube und aktiviert vor allem die Glocke, denn damit ist sichergestellt, dass ihr kein Video mehr von mir verpasst. Ansonsten sage ich schon mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.